Mit Nike, genau. Dann haben wir hier das einfach nur zum Layern, ein weißes Shirt. Okay. Drüber ziehst du den Pullover an. Okay. Und als Hose hast du noch die hier. Okay. Die habe ich von mir zu Hause mitgenommen. Okay. Perfekt, viel Spaß. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, wie man im Umfeld schon erkennen kann, bin ich wieder im Hypenitz unterwegs. Hier haben wir nicht nur M&M hängen, sondern sehr viele, ja, sehr viele einzelne Stücke von guten Marken, neben M&M natürlich, die wir heute verwenden werden, um eine ganz besondere Person einzukleiden. Er macht sich da auf der Seite schon bereit. Wir haben heute einen Special Guest. Bei euch zu Hause einen großen Applaus für unseren Grafi. Servus, grüß dich. Ja. Wir sind natürlich nicht Corona getestet, deswegen schnuppern wir kurz und machen das Doch, super Spray. Wir haben einen negativen Test. Ja, haben wir natürlich. Haben wir vorbereitet. Nein, wir sind natürlich vorbereitet. Vielen lieben Dank an Hypenitz auch, dass die extra den Laden für uns aufgesperrt haben im Lockdown. Und wir werden heute so ein bisschen deinen Sneak verändern. Ja, ich glaube, es ist Zeit geworden. Ja, wird Zeit, gell? Aber schaut eh fresh aus eigentlich. Aber sonst, ja, normal halt für den Alltag. Ja. Du bist wieder ready für den Club eigentlich. Immer. Immer. Warten, bis alles wieder aufkommt. Ja, sehr gut. Du bist seit 5 Minuten herin. Du weißt noch nicht, was sich da so tut. Machen wir die Tür zu, bitte. Wir haben sehr viele Marken. Wir haben Amiri, Balenciaga, Off-White werden wir heute aussparen, weil da hast du dich schon genug ausgetobt. Okay. Also Off-White ist dir nicht unbekannt? Nein. Was ist so deine Lieblingsmarke neben M&M? Off-White eigentlich. Ja, heute gibt es keine Offline. Aber jetzt, gerade zur Zeit, boah, Marcello Boulot, habe ich jetzt viel geschaut. Ja, Raf Camora feiert die Marke auch sehr. Ja. Mit den Adlern immer da oben. Ja. Das ist dann so Adler und so. Ja, nicht jetzt der Adler, aber so die anderen Sachen. Zum Beispiel? Ist das Marcello Boulot? Marcello Boulot. Okay. Ja. Schaut entspannt aus. Make your home shine. Und das ist ein Spruch, der... Okay. Ja. Wir haben alles da. Wir haben Shirts, Hoodies, Hosen. Es hängen weniger Hosen da, deswegen habe ich zur Sicherheit noch Hosen von mir zu Hause mitgebracht. Punktgröße 33 wird schon passen, oder? Das sind beides gerade. Ich glaube schon, ja. Aber du trainierst jetzt, gell? Ja, ein bisschen, ja. Ich habe abgenommen. Okay, wir schauen uns das später dann an. Shirtless. Yes. Wird da geflext. Okay. Nice. Ich würde sagen, hast du irgendeine Richtung, wo du, was dir gar nicht passt? Nein, Mann, ich bin ganz... Ich will überrascht werden, okay, was du mir da aussuchst. Ich zeig's dir mal ein bisschen da am Offen. Ist ja voll geil eigentlich, dass du mich einkleidest, weißt du? Weil so sehe ich, wie du mich einkleiden würdest. Ah, jetzt kommt's mir erst. Das Unentspannte an der ganzen Sache ist, dass Krappi mich auch noch auf seinem Kanal einkleidet. Und das haben wir noch nicht gemacht. Das heißt, alles, was ich dir habe, ist komplett anders ausschauen. Ich glaube auf, ja. Okay, ja, let's go. Off-White haben wir hängen. Wir haben Balenciaga da. Wir haben auch eine Marke. Ich ziehe mal meine Jacket auf. Ja, ziehe mal ein bisschen aus. Maison Margiela, Pump Angels und so weiter und so fort. Wir werden ein bisschen bunter werden heute, habe ich mir gedacht, weil du bist eher immer farbig schlicht unterwegs. Also wenn wir da ein bisschen Farbe reinbringen, wird das, glaube ich, gar nicht schaden. Okay, ja, ich glaube schon, ja. Was schlichter Represent kennst du natürlich auch. Represent bin ich auch heftiger Fan von. Ja? Ja, machen gute Sachen. Machen gute Sachen. Die Hosen haben mir gefallen. Ja, wir haben jetzt auch wieder 247. Die bringen so sportliche Hosen aus, auch sehr entspannt. Essentials kennst du bestimmt auch. Kenn ich auch, ja, flüchtig. Wer macht das? Essentials ist von Jerry Lorenzo. Jerry Lorenzo, genau. Genau. Der macht eigentlich Fear of God und der hat dann noch Essentials rausgebracht. Okay. Die sind mittlerweile überall bei den Bühnen. Die Hosen sind heftig von denen. Spannend die Qualität auf jeden Fall. Ja. Dann geht es da hinten noch weiter. Ich glaube, Supreme, das werden wir heute auch auslassen. Und das lassen wir auch aus. Lassen wir auch aus. Das könnten wir eigentlich mit reinbauen. Könnte man, du bist eh nach der Tour an. Cactus Jack kennst du natürlich auch. Ja. Ja. Haben wir auch einiges. Ein Merchant von Travis Scott am Start. Schöne Grüße. Social Club, Palace und viele, viele limitierte Sneaker. Palace ist auch noch. Wie findest du Palace? Palace von der Quali her wack natürlich, aber eine coole Skatermarke. Ich habe einiges von Palace zu Hause und trage das auch sehr gerne. So zum Chillen zu Hause geht. Ich habe auch gesehen, du müsstest immer aus. Ja, ich muss da heute schon wieder eh vorbei. Ja, wir schauen heute noch bei mir vorbei. Limitierte Sneaker, also ist alles am Start. Wir können uns da komplett austoben. Wie wollen wir das machen? Ja, ich werde dir einfach was aussuchen. Du kannst dich schon mal in der Kabine entblößen. Okay. Und ich werde dir dann einfach Sachen reinreichen und wir schauen, was raus kann. Okay, perfekt. Zwei Outfits machen wir. Passt. Outfits. Und die werden noch die Nägel lackiert, die ganze Nein. Da will ich mich komplett hochnehmen, aber. Okay, nice. Ich suche mal was raus. Aber auf die Zehen. Auf die Zehen, ja, natürlich.
Sicher, ja. Hast du noch alle 10, oder? Ja, sind noch alle. Okay, also bei keinem Weg für Bilder? Nein. Okay. Du noch? Alle weg. Und hast ständig um. Okay, ich würde sagen, wir werden ein bisschen bunter bei ihm. Was ich schon gesehen habe, ist da hinten von Balenciaga haben wir aktuell einen ganz weirden Schnitt, so wie ich finde. Also ich habe ein Shirt von diesem Logo in XS und ich trage normalerweise L bis XL, also auf jeden Fall weird. Mich spricht die Farbe an, auch Blau, ein Farbton, der momentan sehr gefragt ist natürlich. Im letzten Jahr Farbe des Jahres, deswegen würde ich fast zu einem blauen Hoodie tendieren. XS, also sehr, sehr klein alles, weil wirklich riesig fittet. Also das werden wir nachher noch am Papi sehen. Es passt schon mal. Und dazu, hosentechnisch, würde ich zu etwas gehen, was ich mitgebracht habe. So was in die Richtung. Dann brauchen wir noch ein schlichtes weißes Shirt drunter. Da können wir von mir auch Balenciaga nehmen. Das ist aber im Prinzip wurscht, weil wir wirklich nur zum Layern das Ganze verwenden. Das ist ein XXL. Chillig, das wird passen nicht. XS passt. Legen wir auch dazu. Ja. Und dazu super coole Schuhe raus. Wir greifen diesen Blauton wieder auf, da hätte ich Bock. Wir haben unendlich viele Sneaker, also das macht Spaß. Wir haben da eher so einen dunkleren Blauton, deswegen könnten wir überlegen, ob wir vielleicht nach unten hin heller werden und vielleicht so was Babyblaues aufgreifen. Ich glaube aber, das wird sich bis zu depper, Leute. Schuhgröße Kindersack. Ja, ihr wisst, dass ich vorher nicht Jordan-Fan bin, wirklich. Deswegen würde ich mal schauen, was in der Off-White-Region so abgeht. Oder vielleicht Sakai. Auch entspannt, ich schau mal ganz kurz, wie sich dieser Colorway verträgt mit diesem Blau. Für die Farbenblinden unter euch, nicht einmal da geht sich's aus. Den werden wir nicht nehmen. Ah, da hätten wir vielleicht was Spannendes. Wir haben hier so einen Beige-Ton mehr fast schon, also so in Richtung Off-White-Ton. Haben hier ein dunkleres Blau. Das könnte sich auch gut vertragen mit diesem fast schon cremigen Off-White-Ton, den wir hier haben. Ja. Grappi! Ja. Was hast du für Schuhgröße? 45. Haben wir den 45? Schauen. Perfekt, danke dir. Schauen wir vielleicht noch auf entspannt, könnte man natürlich auch Reese Witherspoon, man kennt's. Die vielleicht aufgreifen. So die OG-Variante auch relativ entspannt, finde ich. Was haben wir da noch? Der wird dann natürlich auch entspannt ausgehen eigentlich, aber ich würde tatsächlich. Beim Sean Witherspoon haben wir den in 45 da? Welchen? Ja, haben wir da. Kannst du mir den nochmal in 45 bringen? Das ist Outfit Nummer 1, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ganz entspannt. Jetzt würde ich sagen, wir wechseln zu einem anderen Outfit. Was können wir machen? Schauen wir mal durch. Balenciaga haben jetzt einen Start in seinem Dunkelblau. Vielleicht schauen wir mal zu ein paar Angels. Ich habe mir in einem Shopping-Blog diesen hier geholt. Ich hätte mir jetzt einfach beinahe das gleiche Outfit gemacht, das ich schon mal erkannt. Aber der könnte entspannt sein. Na, alles gut. Vielleicht suchen wir uns einen extravaganten Schuh heraus und basteln das Outfit rund um den Schuh. Das wäre mal ein anderer Ansatz. Jetzt haben wir zuerst angefangen mit dem Hoodie. Vielleicht gehen wir... Ah, ja stimmt. Manuel, du kannst eigentlich im Prinzip, weil du bist schon ready eigentlich, gell? Ja. Okay, scheinbar. Komm. Was haben wir denn eigentlich für den Dresscode? Den will ich dir ansagen. Schau, ich lasse es einfach dich entscheiden. Was würdest du eher dazu kombinieren? Den hier oder den hier? Schon, machen wir den. Perfekt, super. Bring, oder ich bringe ihm das schon. Ja, weil dann kommt auch mal wieder ein Video vor. Okay, perfekt, danke. So, der feine Herr. Sind Sie bereit für eine Typveränderung? Ja. Perfekt, dann darf ich Ihnen hier die bunten Schuhe reichen. Kennst du die? Hast du die schon mal gesehen? Also ich habe die schon gesehen, ja. Ich hatte tatsächlich noch nie solche. Das ist ein richtiger OG-Schuh. Ja. Der in der Sneaker-Szene sehr gehypt, weil er von Sean Witherspoon ist. Das ist so Sneaker-Designer schlechthin aus dem alten Game noch. Und der ist von dem aus. Genau, ja. Dann haben wir, das ist einfach, wie bitte? Kooperation mit Nike. Mit Nike, genau. Dann haben wir hier das einfach nur zum Layern, ein weißes Shirt. Okay. Drüber ziehst du den Pullover an. Okay. Und als Hose hast du noch die hier. Okay. Die von mir zu Hause mitgenommen. Okay. Perfekt, viel Spaß. Wir schauen mal rüber zu den anderen Nikes, was da noch am Start ist. Oder wir gehen auf Yeezy. Yeezy Basketball, ein Schuh, der nicht komplett feier, der mir aber leider nicht passt, weil mein Riss zu hoch ist. Aber auch der sehr schlicht und passt überall dazu. Vielleicht. Oder wir gehen auf Pink. Ah, den Schuh finde ich eine Katastrophe. Das ist gar nicht mein Ding. Oder so ein zart rosa Ton. Das ist ein Frauenschuh, oder? Ja, gibt's für Herren auch. Gibt's für Herren auch, okay. So einen zart rosa Ton aufbauen und vielleicht so ein bisschen mit einem Kontrast in Grün kombinieren. So ein zartes Grün. Yes! Das haut hin.
Darf ich den Schuh im 45 haben? Diesen, ja. Valentine's Day. Ja, Valentine's Day. Na super, wer weiß. Vielleicht kommen wir als Pärchen aus dem Video raus. Oha. Statt den Löchern haben wir Herzen. Mega. Okay. Kann ich mal mit dem gut vorstellen? So. Kann man irgendeinen Scherz in Rehren drunter ziehen, vielleicht einfach schlicht in Weiß, dass es eh um nichts geht. Und dazu dann noch eine Hose. Da würde ich auch gern cremig bleiben, da würde fast sogar wieder die Hose passen, die ihr jetzt schon anhabt. Wir geben ihm aber einfach auch ganz schlicht. Wir geben ihm auch ganz schlicht diese Chino dazu. Das funktioniert. Jo. Oh, er ist fertig. Okay, schauen wir uns auch den Moment an. Willst du vielleicht zu uns vorkommen? Dann kannst du dich im Spiegel besser anschauen. Okay. So, ich schaue es mir noch nicht an. Wir sehen es auch noch nicht. 3, 2, 1 und... Entspannt! Oha! Fresh. Nice! Ich find's mega cool. Wie sagt's dir? Kann man. Bei dir fittet der Hoodie auch nice. Der ist nämlich T-Shirt richtig. Ist ein bisschen zu klein vielleicht, aber der Hoodie ist... Ja. Ja, das T-Shirt ist nur zum Leben. Aber ich finde die Kombi wirklich nice. Ja, das ist heftig. Der Schuh kommt auch gut rüber, gell? Wie viel kostet der Schuh? 1500? 1500? Also nicht Reason mit mir. Ja, sehr, sehr cool. Okay. Ich finde das nice. Find nice. Sehr wie viel von 10 sagst du? Ich sag so 8 von 10. 8 von 10 tatsächlich. Es ist auch sehr gemütlich, mit dem würdest du auch überall sind. Ich würde die Farben nicht kaufen jetzt. Ja, wenn ich selbst einkaufe. Würdest du selber nicht nach den Farben greifen, so, ja? Nein, ja. Aber fresh. Ja? Style-Bedarf Maximilian, oder? Ich finde es auch sehr cool. Wir haben schöne, knallige Farben. Wir haben unten ist nochmal ein bisschen was los. Das Camo passt einfach gut dazu. Schreibt mal in die Kommentare, wie viel von 10 eurer Meinung nach der Fit ist. Jetzt wäre noch ein Fischerhut ganz nice so, in einem Schwarz oder Weiß. Ja, so. Ich weiß nicht, ob mir das so steht. Ja, wusste ich auch nicht, dachte ich auch nicht. Passt mir eh nicht, aber ich finde es irgendwie cool. Ich glaube, das kaufe ich dann. Fresh, echt? Nein, passt. So, erstes Outfit sitzt auf jeden Fall. Ich finde, das habe ich gut gemacht, danke nochmal. Wir schauen uns das zweite Outfit an. Wir gehen jetzt ein bisschen nochmal bunt. Also wir bleiben bunt, gell, Gabi? Gut, Outfit voll, top, ciao. Mach's gut, gell, schön, dass du Outfit nice, auf jeden Fall. Wir haben hier, du kannst das Shirt gleich anlassen. Was ja, ich weiß nicht, ob du das toppen willst. Schauen wir mal, ich weiß es auch noch nicht, ich muss dann angezogen sehen. Aber wir haben auch hier, hier auf jeden Fall einen neuen Sweater. Dazu einen Jeans von mir und noch diese Schuhe. Okay. Probier einfach mal an und wir schauen uns das Endergebnis gleich an. Okay. Viel Spaß. Das macht Spaß. Ich habe null Bock gehabt, heute ein Video zu drehen, aber es macht Spaß. Kaffee, Hose passt? Ja. Hose passt, okay. Hose sitzt schon mal, ist nämlich meine Hose. Der ist 2 Meter größer als ich und passt in meine Hosen rein. Ich sollte mir schon langsam echt was überlegen. Ready? Ja, warte, ich geh wieder da. Okay, ich warte. So, jetzt bin ich gespannt. Zweites Outfit. Was glaubt ihr, Freunde? Werden wir das zweite Outfit noch toppen oder wird das erste das beste bleiben? Ich habe irgendwie die Vermutung, wenn wir zur Sicherheit noch die Uhr drauf geben, wird es schon immer. Okay. Ready? Ja. Auch nice irgendwie. Ja, die Farbe ist sehr, sehr schön. Ja, das kommt so viel wirklich schön rüber. So. Die Rosatöne fast schon in das Rötliche nochmal aufgegriffen unten. Ja. Es gibt noch die Uhr drauf und dann hast du wieder gekommen. Du bist die Erste, die wegkommt, keine Sorge. Heißt, das ist ja die gefälschte. Ja, voll. Ja. Der Markt verkauft die gefälschte Uhr. Also passt nicht. Ja, ich schon wieder zu schmecken. Das ist vom Markt, ja. Findest du gut? Dann kriege ich meine. Nein, wenn du wieder was arbeitest. Es kommt eh noch ein Video auf den Tag. So, ja. Ja, perfekt. Nein, auch nice. Finde das gut, aber ich merke schon. Finde ich gut. Das erste war dein Favorite, oder? Das erste war halt so für den Club. Ja. Dass es eher so mit Freunden essen geht. Ja, schon, ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist ein bisschen eleganter. Ja. Ja. Oh, ja, das kann ich was. Das kann schon was, ja. Unbedingt fette Serviette, damit es angepasst wird. Ja. Ja, finde ich cool. Finde ich nice auch. Ja. Kann man schon machen. Also ich würde das echt nie kaufen, rosane Schuhe, so wie ich. Ja. Das finde ich jetzt wichtig. Aber du würdest es so tragen, oder? Oder nicht? So würde ich das jetzt auf jeden Fall tragen. Ja, ich finde es cool. Hätte ich das jetzt mal. Nein, ich finde es wirklich sehr entspannt. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, ob ich das nicht sogar cooler finde. Also es ist schwierig zu sagen. Was meinst du? Das erste. Das erste war mehr so auf 50 Cent. Ja, okay. Wichtigere Frage natürlich, was meint ihr? Welches Outfit hat euch am besten gefallen? Schreibt das jetzt unbedingt in die Kommentare. Ich bin natürlich auch gespannt, was du dann für ein Outfit auf deinem Kanal deichselst. Boah, ich weiß nicht, ob ich das toppen kann. Das ist schon richtig nice. Ah, das muss ja nicht. Das ist bei dir sehen wir unterhalten. Wann können wir wegen der Versprechung, wegen dem privaten Einkleiden? Wenn wir uns dann eingekauft haben. Ach so.
so. Ja, ja, voll, das machen wir auch. Sein Video unten in der Infobox verlinkt, Leute. Checkt das auf jeden Fall nochmal ab. Mir ist irrsinnig viel Spaß. Mich hat auch richtig viel Spaß gemacht. Du kannst. Ich glaube, wir machen das öfters. Ja. Ich dachte echt nicht, dass mir das so Spaß macht. Ja, ich finde es auch lustig. Das macht echt Spaß. Gell? Und ich sehe komplett anderen Look, weißt du? Sonst sehe ich immer nur mein Look, was in meinen Gesichtern ist. Aber so heftig. Wie man ausschauen kann, wenn man so lange fresh sein kann auf einmal. Ja, sehr ja, also ich finde es auch mega cool. Vor allem die Hose steht ja auch gut. Also ist auf alle Fälle gelungen. Top-Video meiner Meinung nach, meine, aber ich mache prinzipiell nur Top-Videos von denen. Lasst trotzdem ein Like da. Ich verlinke noch hier und hier ein weiteres Video von mir, ganz wichtig, das hätte ich schon im Vorhinein erwähnt. Und zwar am Freitag vorne der Retour-Vlog. Das heißt, für all jene, die nichts mehr bekommen haben, können dann am Freitag, so wie du dir auch was gegönnt hast, noch mal was holen vorne. Gabi, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Ich sag danke. Du gehst eh nicht weg, wir gehen an dein Video. Ja. Und in dem Sinne, Freunde, das war's von Gabi, das war's von mir, euer Maximilian.